Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Donnerstag, den 27.06.2019. Und wir nähern uns weiter dem Monatsende vom Juni. Und ja, so richtig Motivation scheint hier nicht mehr im Markt da zu sein. Die Hitze in Deutschland drückt doch hier doll aufs Gemüt. Und wahrscheinlich nicht nur bei uns die Hitze. Überall recht warm. Kaum auszuhalten gewesen jetzt hier, wenn man nicht in einem klimatisierten Büro gesessen hat. Ich habe mir zum Glück hier eine schöne Klimaanlage gekauft mit Schlauch aus Fenster raus und alles ein bisschen abgedichtet. Das funktioniert ganz gut, aber ich habe alle anderen ja stöhnen hören. ja, gut, schauen wir auf den DAX. Der hat sich jetzt hier so wieder so punktuell nach oben gerissen, ne? Das ist so das, was ich gesagt habe, was mir eigentlich die ganzen letzten Wochen hier nicht so gefällt, beziehungsweise im Chart grundsätzlich nicht so gefällt, dieses punktuelle Hochgereise, und kaum lässt man wieder ein bisschen in Ruhe, newsseitig, dann fängt er wieder an, so eine Seitwärts-Abwärts-Tendenz zu kriegen, ne? Ein bisschen schwierig einzuordnen, wo jetzt ja eigentlich die Gewalt liegt, ne? Bei denen, die punktuell immer reinstoßen, oder bei denen, die konsequent aber dann immer wieder das wegverkaufen. Ich bin ja sehr gespannt, wie sich das jetzt hier entwickelt, weil wir hier wirklich jetzt noch im Scheideweg stehen. Sie sehen es ein bisschen, ja. Sollte hier nach dem Trigger unter 270 nochmal hier unten im Bereich anlaufen. Ich hätte gesagt 12.100, davon dort nochmal reagieren. Die Reaktionsbreite, die ich hier erwartet hätte, ist genau die, die ihr jetzt hier von 12.170 nach oben gedrückt hat. Sehen Sie das? Das ist in etwa genau das Ausmaß. Das heißt, es würde jetzt hier auch gut reinpassen, wenn er jetzt das hier quasi schon hier oben gemacht hat und jetzt hier nach unten wegstößt. Ja, das wird hier reinpassen. Passt aber momentan nicht so richtig auf die Motivation, die im Tag dran ist. Der kriegt ja momentan nur Schub, wenn er jetzt hier quasi angetrieben wird. Deswegen würde ich jetzt hier von der Route erstmal abrücken und würde sagen, das sollte man nicht zwingend drauf hin handeln. Ich würde hier schon so ein, ich würde es ein bisschen umbauen wollen. Ich würde sagen wollen, wir machen das mal so, setzen das mal so rein und sagen, wir geben dem jetzt hier einen Short-Trigger mit. Wenn der nämlich hier neue Tiefs macht, unter der 12.170, 12.180, dann würde ich auf jeden Fall hier auch versuchen drin rumzuschorten, auf die 12.100 runter, einen kurzen Rücklauf abwarten und dann auch Richtung 11.900 zielen. Ich würde das jetzt aber jetzt hier nicht zwingend favorisieren, sondern tatsächlich favorisieren, dass er zur Seite läuft. Wir heben dafür die Pfeile mal aber nochmal kurz zur Seite hier, die werden wir nämlich bestimmt brauchen. So. Geben Sie mir kurz, dann mache ich jetzt fertig. So. Ja, also in die Richtung geht so ein bisschen mein Kerngedanke für den Donnerstag. Ich würde jetzt erstmal unterstellen, dass er bestimmt zur Seite schiebt. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht ein bisschen schwächer reinkommt. Auch wenn es nicht auf die Bewegung passt, hier einfach nochmal unten dran zu schlagen an die 12.200. So, machen so kurz drunter tippen auf den Ausgang, bevor das hier nach oben losgezogen hat, nachdem diese Meldung kam. Bin mir nicht so ganz sicher, was da jetzt maßgeblich war. Es war ja auch eine Konferenz der EZB, hat ein Vorsitzender der EZB gesprochen, nicht Draghi, ein anderer Kollege, wo es auch, ja, man muss ja sagen, die EZB-Termine sind in letzter Zeit halt auch immer so Long-Treiber gewesen halt, ne? Wenn irgendwo was mit EZB steht, es freut den Markt schon ein bisschen. Die Fantasie, die da Draghi jetzt gesetzt hat, dass da wirklich noch ein bisschen, ja, Geld kommen kann halt, ne? Dass man noch ein bisschen was reinpumpen kann und die Zinsen weiter niedrig hält. So, klar, ohne Frage, so freut den Markt. Ja, was wollte ich dir sagen? Genau, und dann kam ja noch die Meldung mit der 90%, zu 90% steht der Deal zwischen den USA und China. Weiß nicht, was da dran sein soll. Das würde ich erstmal ein bisschen mit Vorsicht genießen. Man sieht auch, wie wenig eigentlich passiert ist, auch bei den Amerikanern. Letztendlich ist ja jetzt keine Welt gebrochen, das heißt, man hat es nicht ganz so angenommen, aber es war die maßgebliche Bewegung am Tag. Das, was dort im Rahmen dieser News da passiert ist, hat letztendlich die ganze Tagesbewegung geprägt. Ansonsten ist gar nichts passiert. Ne? Er ist einfach nur zur Seite geschoben. Also das einfach nochmal den Ausgang dieser Bewegung antippen, dann nochmal hier oben den Trigger probieren anzukratzen. Das ist mir auch nicht gelungen. Ne? Wir hatten gesagt, wenn er die 300 hier nach oben umklappt, dann kann er sich hier wirklich ein bisschen hochkämpfen. Hat er nicht gemacht. Ich würde jetzt vermuten, dass sich einfach nochmal zwischen den zwei wichtigen Bereichen einfach hin und her pendelt. Ja, so im weitesten 12.190, 12.200 und oben die 12.300. Dazwischen einfach so ein bisschen hin und her.
wäre jetzt erstmal meine Idealvorstellung für den Donnerstag. Ansonsten gilt, oberhalb von 12.300 macht sich der DAX frei. Wir haben, gucken auch gleich den Tageschart, haben wir jetzt eine grüne Tageskerze stehen. Wenn jetzt neue Hochs kommen, muss man sagen, wir haben keinen Abwärtstrend mehr und wir bekommen neue Hochs. Ja, das heißt, per se sollte man dann da long mitgehen. Ja, rein aus technischem Grund sollte man dann long mitgehen, weil einfach der Wahrscheinlichkeitsvorteil dann auf der Oberseite überwiegt. Na, ist reine Charttechnik. Na, ist es wahrscheinlicher, wenn der Markt dann aus dem verlassenen Abwärtstrend hinaus eine Folge von Hochs etabliert, dass sich wieder ein schöner Aufwärtstrend setzen kann. Momentan sehen wir gar keine schönen Trends. Das ist alles nur Geschiebe und Gezache und punktuelles Hochreißen. Es macht nicht so wirklich Spaß, finde ich, hier das Ding zu handeln. Der ganze Juni ist schon so ein bisschen komisch, ein bisschen abgespaced. Ja, weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob das andere auch so sehen, aber ich finde den Juni bisher ein bisschen spastisch zu handeln. Also, ich meine, während meinem Urlaub ist mir nicht so ganz aufgefallen, aber selbst die Bewegung, die war ja auch mal, ja, völlig aus der Reihe. Auch das Geschiebe hier, ansonsten nur das zur Seite, immer dieses punktuelle Hoch oder auch mal runtergereiste, kam ja genauso. Man hat nicht so richtig schöne Formationen, die man einfach aufgreifen kann. Also, ich finde es jetzt nicht so einen schönen Markt zum Traden hier, aber kann ja auch sein, dass das jemand anders sieht. Punktuell, mir sind die beiden Bereiche wichtig: 12.200 und 12, also 12.200 bis 12.190 im weitesten und oben 12.300 bis 12.315 so in dem Dreh. Alles, was da drüber geht, ist in meinen Augen long. Alles, was da drunter geht, ist schon short. 12.100 bis 11.900 würde ich durchaus dann die Ziele ausmachen. Na, also, jo, da sehe ich ja, hier gerade so den Bereich um. Ja, das ist schon eine schicke Zone. Kann mir einfach vorstellen, dass die angelaufen wird. Aber eben, wenn der DAX oben die 300 umklappt, erinnern Sie sich dran, was ich gesagt habe, kann er hochgehen. Und dann sind wir genau an dem Punkt hier. Wenn er jetzt hier sich rüberschiebt, was meinen Sie, was der macht? Na, wenn er jetzt hier auf die erste grüne Tageskerze, die auf diese vielen kleinen, flachen, roten Kerzen kam, sich weiter nach oben etabliert, dann kann der drücken, dann kann er sogar innerhalb von einem Tag hoch an 12.450 schieben. Das wird er in der momentanen Verfassung und bei der momentanen Volatilität nicht schaffen, voraussichtlich. Ja, aber in 2 Tagen ist das geschafft. Dann steht er bei 4.50 und dann gibt es hier nochmal Kaufsignale, neue Jahreshochs und ja, dann haben wir Ziele bei 12.700, 12.850. Ja, also sehr, sehr, sehr wichtig, wie jetzt auch der Markt zum Donnerstag reagiert. Schiebt er sich noch zur Seite oder bringt er neue Hochs über die vom Mittwoch? Bringt er die und kriegt die gestanden? Ist der Markt das positiv einzuschätzen und einzustufen? Und dann ist hier die folgerichtige Konsequenz, dass man da versucht, long mitzugehen. Okay, gut, das soweit vom DAX. Ich weiß nicht, ob Sie das Kryptos ein bisschen im Auge haben. Ein bisschen, also ich finde das mega geil, was da passiert. Die bei uns im Dienst sind, die haben ja jetzt die ganzen, ja, eigentlich seit Anfang an haben wir ja die Kryptos immer mitkommentiert. Ich habe ja da auch meinen Sparplan vorgestellt. Sparplan-Idee, da in Bitcoin da unten, da so um die, also zwischen 6.000 und 4.000, da das alles so ein bisschen einzutüten. Auch Ethereum, das läuft alles so schön, das ist richtig gut, aber man muss jetzt langsam ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ich habe es hier drin, Monatschart, können wir mal kurz reinschauen. Wir haben jetzt, stoßen jetzt hier halt schon so an ein paar Sachen, wie so ein 61er Retracement, was jetzt liegt. Der Monatschart ist noch nicht zu Ende, aber sollte der hier ein bisschen Abstand jetzt kriegen? Ein normaler Rücklauf hätte jetzt so den Zielbereich um so 7.500 bis sogar vielleicht hier die 6.000. Also sollte dann ein Rücksetzer kommen. Ich würde den niemals shorten. Ja, ich habe schon genug. Da haben sich wirklich auch ganz erfahrene Kollegen schon richtig die Finger mit verbrannt. Ne? Also Leute, die sagen, Rohstoff, ja, jahrzehntelang Rohstoffe gehandelt haben, wo halt alles immer mal wieder hin und zurückkommt, ne? Die dann einfach völlig überrannt wurden von dem Ding, weil der einfach übelst neue Dimensionen erreichen und zerbrechen kann. Also ich würde nicht shorten. Ja, aber sollte der jetzt hier nochmal schön saftig zurücksetzen, kann man vielleicht schon mal einen Plan machen. Man muss immer vorher einen Plan haben. Wenn der dann hier unten bei 7.300 steht und alle schreien, na, das geht hier alles zugrunde und zu Ende, dann traut man sich wieder nicht zuzugreifen. Und das ist auch was, was wir im Premium-Dienst gesehen haben. Ne? Ganz viele, die gesagt haben, Martin, die Idee mit deinem Sparplan, den hier dann so reinzukaufen, hier unten schön die Kohle auszuheben, die finde ich super klasse und das will ich auch machen. Und wo kann man das machen? Und als er unten stand, haben ganz viele gesagt, naja, vielleicht warte ich dann doch noch bis 2.500, vielleicht warte ich noch bis 2.000. Naja, ich lege mir mal was auf 1.500 hin. Da, wo es wirklich dann interessant, wo es reizvoll war, sind viele die Angst zu bekommen. Ne? Und deswegen ist es immer wichtig, sich vorher einfach einen Plan zu machen. Und ansonsten muss man sagen, ne,
Bitcoin ist einfach ein Wert, der übertreibt, der hypt, ne? Der von viel Emotion geprägt wird im Handeln. Und da, wo Emotionen die maßgebliche Rolle sind, ist man mit Fibonacci-Retracements immer gut aufgehoben. Es funktioniert im Bitcoin durchanalysieren bis 2009 zurück oder 10. Die maßgeblichen Eckpunkte, Bewegungspunkte sind immer wieder an den Retracements. Na, und deswegen müsste man auch jetzt hier wirklich dahergehen und sagen, wenn er jetzt hier rausdrückt, sich rausdrückt, neue Hochs macht, dann haben wir Ziel wirklich bei 30.000 im 161er und sogar beim 261er, was hier bei 45.000 liegt. Das ist wirklich jetzt ein bisschen arg krass, wirkt ein bisschen übertrieben dolle viel. Muss auch nicht so zwingend kommen, aber man sollte sich auf jeden Fall öffnen. Mir sind ganz dolle wichtig, die Bereiche jetzt hier auf jeden Fall um die 13.400 wird für mich sehr interessant, wie der Markt das jetzt ausgehalten bekommt, ne? Wie er das gestanden bekommt, das 61er Retracement. Das ist mal so ein richtig hartes, wichtiges Retracement einfach. Und das sprechen nicht viele von. Und das ist eigentlich immer gut, ne? Wenn so ein Retracement nicht viel Beachtung findet, dann klappt es meistens am besten. Und das wäre für mich jetzt so ein wichtiger Punkt. Und dann haben wir hier oben nochmal so um die 16,5 bis 17, meiner Meinung nach, einen Widerstand drin, der auch nochmal ein bisschen abspacken kann. Aber alles, was dann so stabil darüber geht, riecht schon nach erstmal Doppeltopfversuch, ne? Also, dass man versucht, das alte Hoch nochmal anzuschlagen. Und geht er darüber, muss man sich im Grunde schon darauf einstellen, dass da auch vielleicht ein 30.000 kommen kann halt, ne? Und dann wirkt vielleicht jetzt hier ein Einstieg als, also wenn man jetzt so sagt, kauft doch den Bitcoin und versucht den doch bis 30.000 zu halten, wird das auch keiner machen. Ja, aber wenn der dann hier oben steht, dann wird man sich ärgern, dass man bei 13.000 sich das Ding gekauft hat, einfach den Stopp hier irgendwo unter 3.000 gelegt hat, sind 10.000 Dollar im Risiko auf 17.000 Chance. Das ist letztendlich auch vertretbar und ich kann es Ihnen schon so jetzt sagen. Ich habe meinen Sparplan ausgesetzt ab. Wann habe ich ihn ausgesetzt hier? Da haben wir überall noch gekauft. Ich glaube, als die Katze kam hier, ab dem Niveau so circa, habe ich gesagt, nee, ich hau hier, ich löse den jetzt erstmal aus. Und seitdem laufen die Daueraufträge immer aufs Konto und jetzt im Cash. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich ärgere mich mittlerweile selber auch schon, dass ich in den Sparplan dann ausgesetzt habe und das nicht mehr direkt reingekauft habe. Weil jetzt die Käufe alle hier ja jetzt schon weit im Gewinn wären, halt über 50% alles, was da jetzt liegen geblieben ist. Aber mein Plan ist jetzt mit dem zumindest, was ich hier jetzt nicht reingetütet habe, eben eventuell immer mal wieder auf die Rücksätze acht zu nehmen. Und es ist ein interessanter Markt, es ist ein Markt, in dem viel passiert. Wem das zu viel ist, kann das über die Positionsgröße kalibrieren. Man muss nicht ein Bitcoin handeln, man muss nicht 10 Bitcoin handeln, man kann auch 0,00001 Bitcoin handeln. Na, aber es ist ein interessanter Markt, in dem viel passiert. Und wo viel passiert, ist immer schön zum Traden. Und wo viel Emotionen am Tag sind, tradet sich so und so immer am leichtesten. Na, weil ganz, ganz viele das Zeug handeln ohne Ahnung. Ganz viele dumme Leute, die einfach nur gucken und Geld wollen. Gier, oh geil, da steigt was, da will ich rein. Scheiße, läuft gegen mich. Oh, jetzt wird's gefährlich. Oh, jetzt wird er immer schneller nach unten, da steige ich mal lieber aus, ne? Also so viele, die keine Trading-Erfahrung haben, sind in so einem Markt. Und wo viele verlieren, ist es immer einfacher für technisch versiertere Trader Geld zu verdienen. Das ist schon immer so gewesen. Das ist auch in anderen Märkten so halt, ne? Deswegen. Ja, ich will Ihnen das jetzt nicht schmackhaft machen. Das ist ein sehr riskante Bereich, aber ich bin immer der Meinung, das Risiko bestimmt der Trader selber über seinen Einsatz, ne? Und wenn ein Wert halt volatiler ist und 20% auch mal am Tag schaffen kann, dann kann ich halt nicht mit der gleichen Positionsgröße reingehen wie in einem DAX mit 13.000 halt, ne? Das muss klar sein. Das Verständnis sollte da sein. Wer das hat, ich finde es super reizvolle Märkte. Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Da ist gut Musik drin, ne? Ein Wert, der sich am Tag 20% bewegt, kann man sich auch schön was rausschneiden. Kann auch verlieren, aber es ist halt Bewegung da, es ist Volatilität da. Ja, gut, also, ja, ich bin hier investiert. mein Anlagehorizont war ab Juni 2019 5 Jahre liegen zu lassen. Mal gucken, wie lange ich mich noch an diesen Kerngedanken festhalten kann und mal gucken. Ich glaube, ich halte das nicht durch. Das ist schon jetzt unheimlich verlockend, da was abzustoßen.
Mal gucken, man muss es ja auch alles versteuern, wenn man es jetzt rausnimmt. Das ist immer das Schöne, ja, solange man hier noch in Deutschland lebt, hat man da zumindest das Finanzamt im Rücken, die einen stärken und sagen, verkauf doch nicht, weil alles das, was du kaufst, musst du versteuern. gut. Okay, also vielleicht war es ja für die einen oder anderen mal ein interessanter Ausflug hiermit. Mir ist ganz wichtig, der Bereich um 13.400, das ist wichtig, dass Sie es mal gehört haben, dass hier ein 61er Retracement liegt. Wichtig, dass wir hier oben eine Doppeltop-Chance haben, Doppeltop-Gefahr. Auch wenn ich sagen muss, dass Doppeltops eher untypisch für Kryptos sind, sieht man nicht häufig. Muss jetzt nicht heißen, dass es nicht mal kommen kann. Dennoch ist es untypischer für Kryptos. Wichtiger wäre mir dann tatsächlich der Aspekt, wenn wir über 20.000 gehen, dass wir dann auch 30.000 erreichen können. Das ist eigentlich so die wichtigste Aussage, die man hier aus diesem Monatschart mit rausnehmen kann. Und eben, dass wir hier jetzt einen kernigen Bereich haben. Auch in anderen Kryptowährungen, einem Ethereum da mit 350 US-Dollar, können Sie mal einen Wochenchart gucken und mal so eine Querlinie ziehen. Da liegt so links so ein ganz markantes Tief. Das sind einfach wichtige Widerstände, die da jetzt gerade anlaufen. Und ja, wenn da jetzt ein schöner Rücksetzer kommt, sollte man den genau unter die Lupe nehmen und ich glaube, den kann man gut geldbringend verwerten. Jo, okay, dann soll es das von meiner Seite soweit sein. DAX war mir eigentlich durch, ne? Tageschart haben wir besprochen, das haben wir besprochen. Machen wir zu. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Tschüss.